Rettungsheil. Der Stargast des heutigen Tages ist der Espresso Supremo Bio von der Berliner Kaffeerösterei. Das ist eine dunkle Röstung aus 20% Robusta und 80% Arabica. Die Bohnen sollen aus Indonesien und Indien kommen. Das Wichtigste hieran ist, Röstdatum 17.06. Das heißt, der ist noch relativ frisch nach einem enttäuschenden Erlebnis bei der letzten Verkostung. Bin ich da sehr froh und habe jetzt mal den hier genommen. Schauen wir mal, was er kann. Da steht ein Haufen an Informationen drauf. Ein Teil Beweihräucherung, aber es ist erträglich. Oh, schon aus der Entfernung riecht er richtig, richtig, richtig gut. Jo. Da habe ich Bohnen, da sehe ich keinen Bruch. Ja, wunderbar. Oh, der riecht so gut. Da gehe ich gleich mal gucken, was der kann. Bis gleich. Ja, ich war ja hin und weg von dem Geruch, der mir da entgegengeströmt ist. Hatte ich sogar fast vergessen, dass das Bio-Café ist. Das macht es umso besser, weil da ist die Auswahl sicherlich nicht so groß. Ich habe den jetzt eingestellt auf, da war ich mir jetzt nicht so sicher, auf 17 Uhr die Menge, kann man auch auf 16 Uhr machen, den Drehregler. Ich habe es dann doch mich für etwas mehr Kaffeemehl, das sind dann so 18,4 Gramm entschieden und den Mahlgrad auf Mahlgrad 3. Mal gucken, was er kann. Ja, also es kommt schon eine schöne Crema. Die ist von der Farbe her schon okay im Haselnussbereich. Von der Konsistenz muss man sagen, eher an der Kroppenseite der Dinge. Also das ist natürlich jetzt Jammern auf hohem Niveau, aber es ist nicht fein cremig, sondern sind so ein paar größere Bläschen dabei. Mal gucken, was er geschmacklich kann. So. Nachdem ich die Packung aufgemacht habe, war da natürlich erstmal so eine richtige Vorfreude drauf. Muss mir immer noch im Kopf behalten, Bio-Café gibt es sicherlich nicht so viele Sorten wie aus konventionellem Anbau. Also der Ablass fürs gute Gewissen. Aber lecker. Jetzt tatsächlich nicht sehr fruchtig, auch nicht sonderlich komplex. Ich würde sagen, man hat hier einen guten Kumpel in Bioqualität. Wenn ich mich festlegen wollte, auf ein Bio-Café, von denen, die ich bisher probiert habe,
Ist der sicherlich. Bei einem ganz guten dabei. Ja, am besten im Gespräch mit mehreren Leuten trinken. Ich trinke einen Kaffee ja gerne alleine. Ja. Und deswegen mag ich halt Kaffee, die vielschichtiger sind. Ja. Aber das ist, sag ich mal, ein guter Gesellschaftskaffee. Bleibt ein bisschen was im Mund zurück. Angenehmer Geschmack. Jetzt nicht überwältigend und ewig andauernd. Ja, erstaunlich glatt geschliffen, will heißen, da sind keine großen Ecken und Kanten dran. Ja, also ich denke, der lässt sich ganz gut trinken für einen Bio-Kaffee, hat wenig Konfliktpotenzial, wird wahrscheinlich fast jeder damit zufrieden sein, wenn der mal so zwischendurch serviert wird und der Kaffee nicht im absoluten Mittelpunkt steht. Ja, dafür macht das eine Sache richtig gut. Würde ich ihn nochmal kaufen, wenn ich auf ausschließlich Bio-Cafés festgelegt wäre, käme der sicherlich in die Auswahl. Das muss ich halt jetzt noch zeigen, wie er mit Milch harmoniert und ob er mir auf Dauer nicht zu langweilig wird. Aber im Moment bin ich guter Dinge und freue mich, dass ich den für heute genommen habe. Macht's gut und weit man's heil.